Ja, heute möchte ich daran gehen, diesen Ausbau für den Sargbetrieb zu entfernen. Und dafür gibt es hier unten drunter so ein Schienensystem, was an den einzelnen Punkten verschraubt ist. So wie hier. Ich bin ja jetzt gerade schon mal angefangen. Bloß Schrauben und Filmen ist immer so eine Sache für sich, dass das funktioniert oder auch nicht. Ich versuche gerade mal die Kamera hier so abzustellen, dass es funktioniert. Naja, so könnte es halbwegs klappen. Aber ihr müsst ja jetzt auch nicht die ganze Zeit zuschauen. Was ich euch einfach nur zeigen wollte, ist, dass das Ganze einfach hier an so kleinen Schrauben befestigt ist. Wir schauen mal, wie es weitergeht und dann zeige ich euch das Ergebnis. Hier im Innenraum ist jetzt hier so eine Versorgungsklappe, nenne ich es einfach mal. Und wenn man da unten reinschaut, sieht man dort die Schraube sitzen, darunter. Das ist jetzt ein bisschen Fummelei, aber das geht. Ich habe nämlich gerade das Gleiche auf der Seite auch schon gehabt und da habe ich es schon raus. Ist ein bisschen umständlich, Arme die Finger brechen, aber dann geht's. Also weiter. Jetzt geht's auf der linken Seite weiter und zwar hier unten drinne. Und wie ihr seht, ist der Laderaumboden an sich im absoluten Neuzustand. Ich schau mal, wenn ich jetzt die Kamera da reinstelle, müsstet ihr das eigentlich gleich ganz gut sehen können, wenn ich da weiterschraube. Ist ja vielleicht auch mal nicht verkehrt, das Ganze mal zu sehen. Wobei ich glaube, dass es nicht ganz so interessant ist, mir zuzuschauen, wie ich hier die ganzen Schrauben rausdrehe. Deswegen belassen wir es mal bei einer. Aber wenn man sich überlegt, nach 17 Jahren mal eben gedreht und schon ist es raus. Jetzt ist nur noch hier hinten eine, so wie ich das sehe. Die werde ich jetzt noch rausnehmen und dann müssen wir mal schauen, ob wir den Ausbau schon komplett rausziehen können. Wird spannend. Ja, Fakt ist, die Schrauben sind alle raus. Wenn ich jetzt hier entriegel, ja, kann ich das schon mal so rausziehen. Aber da muss ich mir jetzt erst noch Hilfe beiholen, weil das Ding ist hundsmäßig schwer. Also, lasst euch überraschen, wie es gleich runter geht hier. Der mittlere Boden ist jetzt raus. Und jetzt muss ich hier an der Seite diese Schienen lösen, die das Ganze so angrenzend geleitet haben. Aber das ist jeweils nur mit einer kleinen Kreuzschraube, wie ihr hier seht, fixiert. Und da habe ich noch zwei auf der Seite von den Schienen. Und dann schauen wir mal, ob wir diesen ganzen Edelstahlapparat so komplett rausnehmen können. Wäre schön. Aber ich muss sagen, das Teil ist echt schwer. Jetzt sind diese kleinen Bleche am Rand raus, wie man auch hier schön sehen kann. Und jetzt werde ich mir mal eben Hilfe dabei holen, um das Ganze rauszuheben. Weil das Ganze auf massivem Stahlgestell auch ist. Und alleine hat man da überhaupt keine Chance. Also Hilfe holen und hoffen. Also die Idee, das Ganze auf einmal rauszunehmen, ist definitiv gescheitert. Aber wir haben jetzt entdeckt, hier gibt es nochmal so Arretierungsschrauben und da. Ich versuche die mal zu lösen, ob man dann vielleicht die innere Wanne einzeln rausnehmen kann. Oder zumindest von diesem Untergestell, was ja auch aus Stahl ist, dass man das trennt. Vielleicht kriegen wir es dann raus. Gar nicht so einfach. Das schwere Ding ist raus. Ich habe noch mal Hilfe bekommen hier mit zwei Erwachsenen, beziehungsweise mit mir mit drei Erwachsenen. Haben wir es so gerade eben gestemmt gekriegt. Das wird wohl gute 300 Kilo haben. Ich war vorher auf der Waage, bevor ich das ausgebaut habe. Und werde dann noch mal auf die Waage fahren, jetzt wo er leer ist. Also das war schon eine Hausnummer. Naja, es ist raus. Wie man sehen kann, sieht der Boden wirklich noch sehr gut aus.
Sind jetzt ein paar Kratzer vom Ausbauen drin, aber keinerlei Spuren von Rost oder sonstigen. Von unten ist das Fahrzeug so voll mit Wachs, dass man im Grunde kleben bleibt. Also von der Substanz her wirklich sehr gut. Er hat auch so ein paar Ecken an den Radkästen von innen, an der Kante. Da werde ich dann dran gehen bei besseren Temperaturen. Aber das sollte es für heute erstmal gewesen sein. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!